Haben Sie Angst vor Spinnen? Ja, definitiv. Vor großen Spinnen, ja. Ich hasse sie. Sind halt einfach eklig. Hat irgendwie das Gefühl, wir sind Feinde irgendwie. Ich habe erst eine getötet. Aber ja, sie schreit, ich mach sie weg, aber Phobie ist es nicht. Igitt, die Achtbeiner sind schon irgendwie unheimlich. Viele Menschen ekeln sich bei dem Anblick einer Spinne. Bei einigen können sie oft regelrecht Panik auslösen. Eine App soll nun dabei helfen, diese Panik zu überwinden. Und zwar mit Augmented Reality. Entwickelt von einem Team der Universität Basel und MindGuide, projiziert sie eine virtuelle Spinne auf die Hand. Aber funktioniert so etwas? Der Experte Marco Hafenberg hat da seine Zweifel. Grundsätzlich würde ich sagen, die App ist ganz toll für so eine Leute, die Angst haben vor Spinnen. Wenn man Arachnophobie wirklich versucht zu heilen oder unter Kontrolle zu kriegen, ist die App sicherlich vielleicht ein kleiner Teilabschnitt, aber wird nie halt eine richtige Therapie ersetzen können, weil dazu ist es einfach zu realitätsfremd. Das ist nun mal digital und ersetzt natürlich nicht, wenn die Spinne an einem live vorbeiläuft, weil da setzt wieder unser gesunder Menschenverstand ein, der sagt, ja, das ist eine kleine programmierte Spinne und ist kein echtes Tier. Allein in Deutschland leiden rund 5% der Menschen an der sogenannten Arachnophobie. Vor allem das Aussehen des Tieres scheint Menschen abzuschrecken. Dass sie viele, viele Beine haben und schnell sind. When they moving under my skin. Ja, ist auch eher der Ekel vor der Spinne. Überraschenderweise gibt es jedoch auch viele, die Spinnen nicht abstoßend finden, sondern eher niedlich. Sie sind doch nur Lebewesen, heißt es dann. Ich habe keine Angst vor denen. Sind die genauso Tiere wie alle anderen auch? Ich tote die auch nicht. So. Das ist voll süß, finde ich. Süß oder doch eher schrecklich? Das liegt wohl im Auge des Betrachters. Aber woher kommt dann die Spinnenphobie? Es scheint ja doch sehr unterschiedliche Meinungen zu den Achtbeinern zu geben. Meistens ist es halt wirklich, dass sich das von den Eltern auf die Kinder projiziert, weil dann halt die Mama die Spinne an der Wand totschlägt oder dann halt selber aufschreit und das projiziert sich dann natürlich auch auf die Kinder. Andersrum ist es recht häufig, dass halt die Menschen so die Angst vor diesem Ungewissen. So ein normales Säugetier oder ein Vogel, die haben 4 Extremitäten und bewegen sich damit vorwärts oder nur mit 2 und dann mit diesen 8, diese unkoordinierte, also für uns unkoordinierte Bewegung. Die Spinne kann das wohl sehr genau koordinieren, aber diese, was nicht so dieses klassische Bild ist, und das sorgt dafür, dass halt viele Leute da einen Ekel haben und dann noch mit diesen kleinen Härchen da dran und man hat ja bei ihnen noch keinen Gesichtsausdruck, also keine Mimik und Gestik, weil das alle proportional halt bei denen anders ist. Und diese Unwissenheit, das ist das, was für dieses Unbehagen halt sorgt. Unwissenheit ist das Stichwort, denn die kleinen Tierchen sind oftmals nicht nur harmlos, sondern können auch hilfreich sein. Dass wir die gut gebrauchen können, weil die das ganze Ungeziefer auch ganz gern wegfressen. Deswegen schätze ich diese Tiere tatsächlich sehr, weil die Mücken, Moskitos, die es ja jetzt mittlerweile überall gibt, einfangen oder Schneider oder Motten, die unsere Klamotten auffressen, die fressen halt Schädlinge und deswegen sehe ich die als absolutes Nutztier. Vielleicht also doch gar nicht so schlimm. Im Endeffekt sind Mücken ja lästiger. Und was die neue App gegen Spinnenphobie angeht, Deutschland mag vielleicht nicht der beste Markt sein. Es scheint, als wären wir doch eher das Land der Spinnenretter.